Herzlich willkommen zur Videolösung der 9. Serie. Wir besprechen hier die Aufgabe 2. Ich lese die Aufgabe kurz vor. Ein Balken mit Masse m0 sei an zwei identischen Federn mit Federkonstante k hängend befestigt. Auf den Balken wirkt die Gewichtskraft. Um wie viel würden sich die Federn zusammenziehen, falls man den Balken abhängen würde? Die Situation in Teilaufgabe A, die sieht also folgendermaßen aus. Wir haben zwei identische Federn. Die sind am Anfang in einer Ruhelage. Dann hängen wir diesen Balken M0 an diese zwei Federn. Die Frage ist jetzt, wie weit werden die beiden Federn ausgelenkt? Wenn man die Masse anhängt, dann bewegt sich der ganze Block und die Federn nach unten, bis sich der Block und die Federn nicht mehr bewegen. In diesem Fall herrscht dann ein Kräftegleichgewicht und die Formel dazu, die sieht so aus. In diesem Fall müssen sich die Gewichtskraft und die Kraft der beiden Federn zusammen gerade aufheben, wie hier geschrieben. Und so kann man dann direkt die Auslenkung hier mit x bezeichnet finden in Abhängigkeit der Masse des Blocks m0, der Gravitationskonstante und der Federkonstante k. Der Faktor 2 kommt natürlich daher, dass wir zwei Federn haben. Ja, das gibt schlussendlich eine Auslenkung von 10 cm. In Teilaufgabe B geht es darum, eine Bewegungsgleichung einer Schwingung zu lösen. Das ist jetzt der wichtige Teil dieser Aufgabe und der Grund, wieso dass wir diese Aufgabe genauer anschauen. Wir können mal die Kräftegleichung aufstellen. Sobald der Block zu schwingen beginnt, ist die Kraft, welche auf den Block wirkt, nur noch gegeben durch die Federkraft, weil die Gewichtskraft ist ja bereits durch die Auslenkung der Federn aus ihrer Ruhelage kompensiert. Das heißt, wenn der Block zu schwingen beginnt, ist die einzige Kraft, die noch wirkt, einfach noch die zusätzliche Auslenkung aus dieser Gleichgewichtslage, die Kraft, die durch die Federn erzeugt wird, durch diese Auslenkung. Das heißt, die Bewegungsgleichung, die sieht dann so aus, ist m0 mal die Auslenkung, die Beschleunigung, plus 2 mal k mal x, die Auslenkung x von t. Und das soll gleich 0 sein. Das ist jetzt einfach diese Gleichung umgeschrieben, wobei ich diesen Term auf diese Seite genommen habe hier. Das ist jetzt die Bewegungsgleichung für diese Bewegung, für diese Schwingung. Und ich schreibe nochmal hin, so ein Rezept sozusagen, wie man solche Bewegungsgleichungen löst, wie man vorgeht, wenn man bis zu diesem Punkt gekommen ist. Das Vorgehen beim Lösen von solchen Bewegungsgleichungen oder eben solchen Differentialgleichungen, was so eine Gleichung mathematisch gesehen ist, das habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Als erstes muss man mal die Bewegungsgleichung finden. Und dann kann man sich gleich die Frage stellen, was ist das eigentlich für eine Bewegung? Mit der Zeit kennt man diese Arten von Gleichungen und man sieht sofort, diese Gleichung, das ist die Bewegungsgleichung oder die Differentialgleichung einer Schwingung. Das heißt, wir können dann eine Vermutung erstellen oder einen sogenannten Ansatz machen. Man nimmt dann quasi die Lösung für die gesuchte Funktion x von t vorneweg, schreibt die hin und setzt die in die Bewegungsgleichung ein. Dann vergleicht man Koeffizienten und findet allenfalls
noch unbekannte Größen, die man vielleicht im Ansatz eingeführt hat. Und ganz zum Schluss können wir dann noch allfällige Anfangsbedingungen einsetzen, falls diese gegeben sind. Dann gehen wir also in Teilaufgabe B genau nach diesem Schema vor. Wir überlegen uns, was ist das für eine Bewegung? Wie gesagt, mit der Zeit weiß man, das ist eine sogenannte Schwingung, die diese Bewegungsgleichung oder die Lösung so einer Bewegungsgleichung ist eine harmonische Schwingung. Das heißt, wir machen den Ansatz, dass eben unsere gesuchte Funktion x von t so eine harmonische Schwingung ist. Ich wähle jetzt als Ansatz x von t gleich eine Amplitude a mal der Cosinus von Omega t plus eine Phase phi. Diese Phase phi brauche ich, falls halt Anfangsbedingungen gegeben sind, bei der die Schwingung nicht zum Beispiel bei 0 oder beim maximalen Wert beginnt, sondern irgendwo. Es gibt auch andere Ansätze, wie zum Beispiel in der Musterlösung ist ein anderer Ansatz gewählt. Das funktioniert grundsätzlich auch. Dann setzen wir diesen Ansatz in unsere Bewegungsgleichung ein und erhalten diese Formel hier, dass der erste Term ist m0 mal die zweite Ableitung von unserer gesuchten Ortsfunktion und der zweite Term ist 2k mal die Funktion selber. Jetzt sehen wir sofort, gewisse Terme kommen in beiden Termen vor. Und was gelten muss, damit diese Gleichung hier für alle Zeiten t gilt, ist, dass Omega Quadrat gleich 2 mal k über m0 sein muss. Oder dass Omega gleich der Wurzel aus 2 mal der Fehlerkonstante k über der Masse m sein muss. Jetzt haben wir die Bewegungsgleichung eigentlich praktisch schon zur Hälfte gelöst. Wir haben nur noch keine konkreten Anfangsbedingungen gesetzt. Die haben wir aber gegeben, weil wir wissen ja einerseits, dass zum Zeitpunkt t gleich 0 die Auslenkung von unserem Block einfach gleich 0 sein soll. Der ist zum Zeitpunkt t gleich 0 nicht ausgelenkt und wird erst dann ausgelenkt, wenn der Ball ihn trifft oder nachdem der Ball ihn getroffen hat. Und was wir auch wissen, ist die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0 und die können wir herausfinden durch den Impulssatz. Ich lese die Teilaufgabe B an dieser Stelle nochmal vor. Ein Gummiball mit Masse m1 fällt zur Zeit t gleich 0 von oben mit v1 mittig auf den Balken und wird mit v2 zurückgeworfen. Stellen Sie für den Balken die Bewegungsgleichung auf und lösen Sie diese Bewegungsgleichung für t größer 0 algebraisch. Jetzt, was in dieser Teilaufgabe gegeben ist, ist nichts anderes als die zweite Anfangsbedingungen, nämlich die Anfangsbedingungen eben für die Geschwindigkeit und die ist einfach gegeben durch den Impulssatz. Grundsätzlich noch kann man sich noch überlegen, wo finde ich eigentlich die Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeitsfunktion ist nichts anderes als die Ableitung der Ortsfunktion. Die sieht dann so aus, das heißt, die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0, wenn das hier 0 wird, wird dieser Term hier 1. Das heißt, die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0 ist gegeben durch diesen Vorfaktor a mal Omega. Das wäre dann eben diese Anfangsbedingung für die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0. Und die können wir jetzt herausfinden mit dem Impulssatz. Der Gesamtimpuls unseres Systems bestehend aus dem Ball und dem Balken beträgt zum Anfang, zu Beginn, ist das der Impuls des Balls und der Impuls vom Balken. Der Impuls vom Balken ist zu Beginn 0.
Und der ist dann erhalten, weil von außen keine zusätzlichen Kräfte auf dieses System mehr wirken, weil, ich erwähne es nochmal, die Gewichtskraft ist ja durch die Auslenkung der Federn aus ihrer unbelasteten Ruhelage kompensiert. Ja, und der Gesamtimpuls des Systems nach dem Auftreffen des Balls ist dann einerseits der Impuls vom Ball nach dem Auftreffen, V2 mal M1, und der Impuls vom Balken nach dem Auftreffen. Wir erhalten also eine Gleichung für die Geschwindigkeit des Balkens gleich nach dem Auftreffen, und die ist gegeben durch diese Formel hier. Und wie hier oben geschrieben, entspricht das minus a mal Omega. Das heißt, wir können diesen Term hier vorne einsetzen und zusätzlich noch Omega gleich den Wert, den wir für Omega hier oben berechnet haben, auch noch einsetzen und erhalten dann sofort die fertige Gleichung für die Auslenkung des Balkens aus seiner Ruhelage in Abhängigkeit der Zeit. Also was wir gemacht haben ist, wir haben A berechnet, indem wir den Term hier noch durch Omega geteilt haben, A hier oben eingesetzt, besser gesagt hier haben wir den eingesetzt. Und für Omega haben wir auch noch gleich den Wert eingesetzt, welchen wir hier oben berechnet haben. Und das ist dann die fertige, konkrete Lösung unserer Bewegungsgleichung. Wir werden noch einige von diesen Schwingungs- oder Bewegungsgleichungen für Schwingungen lösen, auch andere Bewegungsgleichungen, und grundsätzlich kann man eigentlich immer nach diesem Schema hier vorgehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.